Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausstellten. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Kommt gerne mal mit auf Twitch vorbei, meine lieben Freunde. Wir haben hier immer sehr interessante Gespräche über Gott und die Welt. Und jetzt gehen wir in ein neues Schwurbelvideo rein. Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausstellten. So. Jetzt gehen wir mies in die Recherche rein, für das Video definitiv den Aluhut auspacken, anziehen, festmachen und ja, gucken, dass er nicht vom Kopf flattert, weil ich glaube, es wird interessant. Wir gehen rein in den Laden, Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Verschwör den Motherfucker. Let's go. Don't ever play yourself. So. Menschen lieben Verschwörungstheorien. Dies liegt daran, dass Spekulationen meist sensible Themen betreffen. Stellen Sie sich vor, ein Thema, das jahrzehntelang nur von Mythen umgeben war, stellt sich plötzlich als wahr heraus. Oh shit. Wieso einige? Folgen des Verbergens der Wahrheit vor der Gesellschaft sind katastrophal. Es beginnt mit einem Boykott und endet mit einem Vertrauensverlust gegenüber der regierenden Partei. Ja. Nicht nur gegenüber der regierenden Partei, sondern auch in das ganze politische System, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Hat bei mir angefangen mit 9-11 und der Trichter, wo ich das Vertrauen komplett verloren habe, war Corona, Bro. Im fesselnden Film werden wir schockierende Wahrheiten aufdecken, die hinter einigen der bekanntesten Verschwörungstheorien stecken. Okay. Von Regierungsdeckmänteln bis hin zu geheimen Plänen. Diese unglaublichen Geschichten werden sie dazu bringen, die Realität, in der wir leben, in Frage zu stellen. Projekt Sunshine. Es handelt sich um eine Serie von Forschungsarbeiten, die im Jahr 1953 begonnen wurden. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, dass einer das Jahr 1953 ausspricht, anstatt 1953, gell? Auch wild. Den Einfluss des radioaktiven Niederschlags auf die Weltbevölkerung zu bestimmen. Das Projekt wurde als Reaktion auf wachsende Bedenken hinsichtlich der möglichen gesundheitlichen und ökologischen Konsequenzen eingeleitet, die aus den Kernwaffentests während des Kalten Krieges resultierten. Das Projekt geriet in erhebliche Kontroversen, nachdem enthüllt wurde, dass für Forschungszwecke die Körper verstorbener Kinder verwendet wurden. Ach du Scheiße, Bruder, das ist jetzt ekelhaft, Bro. Das Schlimmste daran war, Mann, ey, es gibt Menschen, die sind so unmenschlich, das ist so heftig. Dass ihre Überreste ohne vorherige Zustimmung ihrer Angehörigen verwendet wurden. Die Verschwörungstheorie Scheiße. Um das Projekt Sunshine dauerte einige Jahre, bis eine Untersuchung eingeleitet wurde. Die Untersuchung begann. Oder die haben das einfach im Verborgenen durchgezogen, das musst du dir mal reinziehen. Die haben Kinderleichen ausgebuddelt und deren Körper verstümmelt und damit die da irgendwelche Tests dran machen können, ohne den Eltern Bescheid zu sagen, ohne das offiziell der Bevölkerung zu sagen. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie viel Scheiße die schon hinter unserem Rücken durchgezogen haben, die unmenschlich ist so. Hört auf, mich als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen nach solchen Dingen, sage ich euch ehrlich. Nachdem eine britische Mutter in einer Zeitung bekannt gab, dass Ärzte die Beine ihres verstorbenen Kindes entfernt hatten, und um die Wahrheit vor ihr zu verbergen, wurde ihr nicht erlaubt, ihr Kind für die Beerdigung anzukleiden. Guck mal! Ist es dein Ernst? Das Projekt war streng geheim. Und die Enthüllung der Wahrheit stieß auf eine Welle der Kritik von der Öffentlichkeit. Die Forschungsreihe wurde vom damaligen Kommissar der US-Atomenergiekommission, Dr. Willard Libby, in Auftrag gegeben, der in einer seiner Aussagen hinzufügte, ich zitiere, ich weiß nicht, wie wir sie beschaffen sollen, aber ihre Beschaffung ist von größter Wichtigkeit, insbesondere in der jüngeren Altersgruppe. Daher sind Proben menschlicher Leichname von erstrangiger Bedeutung und wenn jemand weiß, wie man Körper entführt, wird er seinem Land gut dienen. Die Situation, Bruder, das sind die Leute, die uns regieren, meine lieben Freunde, nur damit ihr Bescheid wisst, führte zur Sammlung und letztlich zum Diebstahl von fast 1500 Proben, von denen nur 500 analysiert wurden. Viele dieser Leichenproben waren Überreste von Säuglingen oder kleinen Kindern aus europäischen Ländern oder aus Australien. Diebstähle waren häufig, da Eltern selten über diese Handlungen informiert wurden. Die Kontroversen um das Projekt Sunshine hoben das Problem der Ethik in der wissenschaftlichen Forschung hervor, insbesondere im Kontext der Verwendung menschlicher Überreste.
Diese Angelegenheit trug zur Verschärfung der Vorschriften bezüglich der Zustimmung zur Verwendung menschlicher Gewebe in der Forschung BI und erhöhte das öffentliche Bewusstsein für die Notwendigkeit von Transparenz und Verantwortung in wissenschaftlichen Unternehmungen. Trotz seiner kontroversen Aspekte trug das Projekt zum Verständnis der Gefahren von radioaktivem Fallout bei und beeinflusste die Politik in Bezug auf Kernwaffentests sowie den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor radiologischen Bedrohungen. Aber zu welchem Preis, meine lieben Freunde? Das ist immer die Sache, so, weißt du, wie ich meine? Man muss halt ethisch-moralischen Kompass irgendwo haben. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Kompass immer mehr verloren geht, auch in allen Bereichen, gerade auch in der Medizin, so, wo es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, dass man so einen Kompass hat, so. Oder in der Wissenschaft, weißt du? Da werden Projekte, Tests und Tierversuche auch und solche Geschichten gemacht, die ethisch-moralisch einfach total verwerflich sind, so. Und das ist eine Sache, die kannst du nicht befürworten. Auch wenn du am Ende des Tages was daraus gelernt hast, mussten andere Menschen oder Seelen daran leiden, so. Das kann man so nicht rechtfertigen. Geht nicht. Die Prohibition in den Vereinigten Staaten, die von 1920 bis 1933 dauerte, war eine komplexe und umstrittene Periode. Digga, das ist auch ein wildes Thema, ne? Alkohol einfach verboten gewesen, so. Wild. Musst du dir mal überlegen. Richtig so eigentlich. ...in der Geschichte der amerikanischen Sozialpolitik. Ihr Text hebt eine der tragischsten und weniger bekannten Seiten dieser Ära hervor. Die absichtliche Vergiftung von Industriealkohol durch die Regierung, um dessen Konsum zu entmutigen. Absichtliche Vergiftung von Industriealkohol? Ist es dein Ernst? Weitere Informationen zu diesem Thema werfen mehr Licht auf den Kontext. Gibt dir das? Da gibt's keine Grenzen, meine lieben Freunde. Folgen dieser Politik. Nach der Einführung der Prohibition verschwand der Alkoholkonsum nicht, sondern ging in den Untergrund. Waren die Kennedys nicht auch im Alkoholbusiness unterwegs früher? Illegale Brennereien und Bars, sogenannte Speakeasies, wurden weit verbreitet. Als Reaktion darauf griff die Regierung zu drastischen Maßnahmen, um die Bürger vom Alkoholkonsum abzuschrecken, einschließlich der Änderung der Formel von Industriealkohol. Industriealkohol, der üblicherweise in Produkten wie Parfums, Farben und Reinigungsmitteln verwendet wurde, wurde normalerweise durch einen Prozess namens Denaturierung gereinigt, der IN ungenießbar machte. Während der Prohibition wurde dieser Prozess so modifiziert, dass der Alkohol noch toxischer wurde. Krass. Dies führte zu zahlreichen Vergiftungsfällen. Wow, Digga, ekelhaft. Mit tödlichen Folgen. Obwohl ich einer bin, ich sag ehrlich, Alkohol verbieten am besten. Weed legalisieren und Alkohol verbieten. Dann sind wir da. Kritiker dieser Politik wiesen darauf hin, dass das Regierungsprogramm anstatt den Alkoholkonsum zu verringern, nur Leiden und Tod vergrößerte. Gleichzeitig trug die Prohibition zum Anstieg der organisierten Kriminalität BI, die das Verbot... Wenn wir jetzt bei dem Thema Regierung, Leiden und Tod sind, ich habe gestern eine Deutsche kennengelernt hier in Tulum und mit der habe ich mich kurz unterhalten und die hat mir eine heftige Story erzählt. Eigentlich könnte ich die eventuell sogar mal in den Stream reinholen. So. Die hat sich impfen lassen und hat durch die Impfung einen extrem harten, also eine extrem harte Zeit gehabt. So, die konnte kaum laufen, nicht mehr richtig atmen und war im Krankenhaus monatelang wegen der Corona-Impfung. So. Weißt du, wie ich meine? Auch eine Sache, die quasi uns aufgedrängt wurde, wo wir versucht wurden, also die haben versucht, uns zu zwingen, das zu machen. Und Menschen haben da dran gelitten und sind gestorben deswegen, weißt du? Und das hat mehr Leid verursacht, als was gebracht hat, meiner persönlichen Meinung nach so. Und als die mir die Geschichte, gestern habe ich zum ersten Mal mit jemandem geredet, der so eine heftigen Impfnebel, die war kurz vorm Tod, Bro. So, ein junges Mädchen. Voll crazy, Digga. Das hat mich echt schockiert, als ich mir das angehört habe, so. Und das nicht nach 3 Booster-Shots, sondern nach der ersten Impfung, so, weißt du, wie ich meine? Sehr wild. Als Gelegenheit nutzte, um den illegalen Alkoholhandel zu entwickeln. Letztendlich wurde die Prohibition als gescheitertes Experiment angesehen und im Jahr 1933 durch die Einführung des 21. Zusatzartikels zur US-Verfassung aufgehoben. Ihr Ende bedeutete nicht nur das Ende der Regierungsexperimente mit der Denaturierung von Alkohol, sondern ermöglichte auch die Rückkehr des legalen Alkoholhandels, was sowohl positive als auch negative Konsequenzen für die amerikanische Gesellschaft hatte.
Crazy, ne? Ist gar nicht so lange her, meine lieben Freunde, als in Amerika Alkohol verboten war. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Leider ist Alkohol so richtig normal in unserer Gesellschaft geworden. So. Das wird nicht verurteilt. Wenn du jeden Abend Bier säufst, dann ist das normal in unserer Welt. Weißt du, wie ich meine? Obwohl Alkohol eines der schlimmsten Feinde des menschlichen Körpers ist. So. Das merkst du auch. Wenn du mal ein paar Monate nicht trinkst und dann einmal trinkst, dann merkst du, wie ekelhaft das, wie toxisch das für deinen Körper ist und für dein Mindset vor allen Dingen auch, für deine Seele. So. Weißt du? Es schädigt dich auf einer harten Ebene, auf einer sehr harten Ebene. Projekt MK Ultra. Arthur sagt's gerade, oh shit, jetzt gehen wir gleich mies in die Recherche rein. Alkohol ist die Droge, die am meisten Schaden verursacht, wird in der Gesellschaft aber trotzdem so verharmlost. Ab 16 darf man hier einfach Alkohol trinken. Das ist crazy, Arthur, ich schwör's dir. Sehe ich genauso. Ich stelle Alkohol, also Kokain stelle ich nicht weit über Alkohol. Das sind für mich, Kokain und Alkohol sind für mich die zwei, Bruder, eine der zwei gefährlichsten Drogen, die es gibt auf der ganzen Welt. So. Mit heftigem Suchtpotenzial auch. Projekt MK Ultra war ein geheimes Experimentierprogramm an Menschen, das von der CIA in den Jahren 1953 bis 1973 durchgeführt wurde. Ah, das ist eine Dingsstimme, gell? Das ist eine KI-Stimme, glaube ich, 1973. Der hat auch anstatt IN, glaube ich, IN gesagt, der immer. Ziel war es, Verfahren und Substanzen zu entwickeln, die während Verhören eingesetzt werden könnten, um Menschen zu schwächen und Geständnisse durch Gehirnwäsche und psychische Folter zu erzwingen. Im Rahmen des Projekts wurden unter anderem hohe Dosen psychoaktiver Drogen, insbesondere LSD, Elektroschocks, Hypnose, sensorische Deprivation, Isolation, verbale und sexuelle Gewalt sowie andere Foltermethoden eingesetzt. Verbale und sexuelle Gewalt, Digga. Ohne Wissen oder Einwilligung der Versuchspersonen. Musst dir mal reinziehen, es ist nicht so lange her, als wenn, wo du über diese Sachen geredet hast quasi, und wenn du darüber geredet hast, dann haben die dich ausgelacht, dann haben die gesagt, was bist du denn für ein verrückter verschwörungsrechter Mystiker so, was für MK Ultra und so. Und dann sind die Dinge einfach ans Licht gekommen, weißt du, wie ich meine? Und dann hast du da Dokumente gefunden und Beweise dafür gefunden, dass das wirklich passiert ist, Diggi. MK Ultra wurde von... Mercedes sagt, ich trinke seit meinem 22. Lebensjahr keinen Alkohol mehr, auch sonst nichts. Bin total langweilig. Ich finde es auch nicht langweilig, wenn man keinen Alkohol trinkt. So. Das wird uns halt so suggeriert, aber das hat ja nichts damit zu tun, ob du langweilig bist oder nicht. Du kannst auch ein lustiger Typ sein und Spaß haben, wenn du keinen Alkohol trinkst. Die einzige Sache, die ich zugeben muss, ist, dass dadurch, dass ich so wenig Alkohol trinke, habe ich auch nicht mehr so viel Bock darauf, überhaupt mich in Situationen zu begeben, wo sehr viele Leute unter Alkoholeinfluss stehen. So. Weil dann kommst du dir einfach dumm vor. Dann guckst du dir die an und denkst so, was mache ich hier eigentlich gerade? So. So, und ich will auch nicht mich hier hinsetzen und sagen irgendwie, dass in dem Moment, wenn du mal einen säufst, so, dass das dir nicht auch eine gute Zeit verschaffen kann. So. Aber im Endeffekt, wenn du merkst, was es dann mit deinem Körper macht und wie du dich dann im Nachhinein fühlst, katertechnisch und diese ganzen Sachen so, dann lohnt sich das einfach nicht. CIA-Projekt Artichoke vorangegangen und wurde vom Büro für wissenschaftliche Aufklärung der CIA in Zusammenarbeit mit den Biowaffenlaboren der USA organisiert. Das Programm war umfangreich und umfasste über 80... Tufan, ich küsse dein Herz, Bruder. Mashallah, Bro. ...nicht-militärische Einrichtungen, darunter Universitäten, Krankenhäuser, Gefängnisse und Pharmaunternehmen. Die CIA agierte über Tarnorganisationen, obwohl einige hochrangige Beamte dieser Einrichtungen über das CIA-Engagement informiert waren. Engagement, na man? Programm wurde im Jahr 1977 öffentlich durch die Church-Kommission des US-Kongresses und die Rockefeller-Kommission von Präsident Gerald Ford aufgedeckt. Die Untersuchung wurde durch den Befehl des CIA-Direktors Richard Helms im Jahr 1973 erschwert, alle M-Kultra-Akten zu zerstören. M-Kultra-Akten, Digga. Okay, das nervt ein bisschen mit der Stimme. Trotzdem interessant. Im Jahr 1977 führte eine Informationsfreigabeanfrage zur Entdeckung eines Archivs mit 20.000 Dokumenten im Zusammenhang mit M-Kultra, was zu Anhörungen im Senat führte. Einige Informationen über M-Kultra wurden im Jahr 2001 deklassifiziert.
Die Iran-Contra-Affäre war ein politischer Skandal, der in den Vereinigten Staaten während der zweiten Amtszeit von Präsident Ronald Reagan in den Jahren 1981 bis 1986 stattfand. Davon erzählt doch der Daniele Ganser immer gerne. Hochrangige Mitglieder der Reagan-Administration erleichterten heimlich den illegalen Waffenverkauf an den Iran, der zu dieser Zeit unter einem Waffenembargo stand. Der Waffengegengeiselnhandel zielte darauf ab, 7 amerikanische Geiseln zu befreien, die im Libanon von der Hisbollah, einer mit dem Iran verbundenen paramilitärischen Gruppe, festgehalten wurden. Die Einnahmen aus dem Waffenverkauf sollten zur Finanzierung der Contras, antisandinistischer Rebellen in Nicaragua, verwendet werden, was einen Verstoß gegen die Boland Amendments darstellte, die dem US-Kongress die Finanzierung der Contras untersagten. In den späten 1985ern leitete Oberst Oliver North vom Nationalen Sicherheitsrat einen Teil der Einnahmen aus dem Iran-Waffenverkauf zur Finanzierung der Contras um. Es ist unklar, ob Präsident Reagan persönlich die Umleitung der Gelder zu den Contras autorisierte. Die Amis sind heftig unterwegs, die scheißen drauf, die machen, was sie für richtig halten. Der Kongress und die von Reagan ernannte dreiköpfige Tower-Kommission untersuchten den Fall, fanden jedoch keine Beweise dafür, dass Reagan selbst über das Ausmaß der verschiedenen Programme Bescheid wusste. Infolge des Skandals wurden mehrere Beamte der Administration angeklagt und 11 verurteilt, obwohl einige Urteile in der Berufung aufgehoben wurden. In den letzten Tagen der Präsidentschaft von George H.W. Bush, der zur Zeit des Skandals Vizepräsident war, wurden alle Angeklagten oder Verurteilten begnadigt. Ach nee. Der ehemalige unabhängige Staatsanwalt Walsh stellte fest, dass Bush durch die Begnadigungen möglicherweise versuchte, seine eigene Implikation in den Beweisen zu verhindern. Mann, die kannst du nicht bestrafen. Die handeln außerhalb vom Gesetz, meine lieben Freunde. Während des Weinberger-Prozesses ans Licht kamen. Zusätzlich waren die USA der größte Waffenverkäufer an den Iran während der Herrschaft von Mohammad Reza Pahlavi. Und der größte Teil der Waffen, die die Islamische Republik Iran im Jahr 1997 erbte, war amerikanischen Ursprungs. Im Frühjahr 1983 begannen die USA mit der Operation Staunch, um andere Länder davon zu überzeugen, keine Waffen oder Ersatzteile an den Iran zu verkaufen. Trotzdem setzten hochrangige Beamte der Reagan-Administration heimlich fort, die Contras zu bewaffnen und zu trainieren und Waffen an den Iran zu liefern, in einer Operation, die als Enterprise bekannt wurde. Crazy, Bro. Crazy, crazy, crazy. Mal ein kleiner Einblick, zu was die Regierung alles bereit ist. Weißt du, ich meine auch Dinge, die dann offiziell auch am Nachhinein dann rausgekommen sind, so. Da gibt es noch einige mehrere Themen auch. Ich glaube, in den nächsten Jahrzehnten werden immer mehr Themen aufkommen, wo man sieht auf einmal, krass, das war ja doch so, wie dieser eine Verschwörungsschwurbel-Mystiker damals erzählt hat, so, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, einige von den Verschwörungstheorien, die aktuell kursieren, immer noch, da ist immer ein bisschen Wahrheit daran. Man sollte sich natürlich auch nicht zu krass damit auseinandersetzen, meiner Meinung nach, weil das könnte einen in so eine Richtung reintreiben, dass man grundsätzlich jedem und allem misstraut und dann ein bisschen miserableres Leben führt. Deswegen ist auch wichtig, parallel dazu nicht den Kopf in den Sand zu stecken, spirituell zu sein, zu beten, dankbar zu sein für das, was man hat und sich auf die guten Dinge des Lebens auch mal wieder zu konzentrieren. Mal ein bisschen in die Natur rausgehen, einfach genießen das Leben so, weil das Leben ist auch wunderschön, parallel dazu. Wehe ich schon ganz genau, wie das läuft. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Peace out.